Juhu, hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Play die Sims 4, die Disaster Challenge Folge 20. Wenn ich mich nicht täusche. So, unsere Liebe ist am Stricken. Wir können auch sogar bald hier unseren Herd einmal erneuern. Und wir können Mega-Verkauf machen. Und was glitzert? Du glitzerst? Du glitzerst? Weiterentwickeln. Wir müssen... sein Wunsch ist auch mal Level 6 schon. Polsterhocker. Cool, cool, cool. Sein Wunsch ist es, 10 ausgezeichnete Pflanzen zu entwickeln. Da sind wir wahrscheinlich noch ein bisschen. Hä, hey, das hat er auch. Von entfernt. Bin sehr hübsch. Oh, Level 9! Das ist gut. Und, hier können wir auch einmal bitte den Mega-Verkauf machen. Mal gucken, was wir da alles mitnehmen. Hübsche Pflanzen haben wir. Normale Pflanzen. Hübsch. Hier Mega-Verkaufen wir auch einmal. Ja, das ist ein Wort, das steht genau. Mega-Verkaufen, das gibt es so. Gucken wir hier einmal rüber zu unseren anderen Pflanzen. Einmal bitte einen Mega-Verkauf. Die Banane, die kommt noch nicht. Der Apfel ist auch noch nicht da. Und hier, hier ist noch was. Noch einmal den Mega-Verkauf. Und Emilia hat jetzt einen Pullover gestrickt. Den würde ich gerne zum Kleiderschrank hinzufügen. So. Mucki, und dann darfst du einmal bitte dich... Komm mal raus aus dem... Zieh dich mal um. Und dann kannst du, glaube ich, Bias hat auch schon wieder Hunger, um den können wir uns kümmern. Füttern. Oh nein! Du bist hier, die reparieren kann. Kümmer dich erstmal bitte um unseren Wasserhahn und dann kannst du dich um Tobias kümmern. Und zwar gut und ausführlich. Wir haben ein Geschenk bekommen von unserem Maddy. Mal gucken, was da drin ist. Aha, ein Hämorrhoid. Diorat zum Juwelier schicken. Und Müll. Wow, ich wollte schon immer einen Müllhaufen haben. Wer wusste, Maddie, das? So, die beiden Großen sind in der Schule. Das macht natürlich viel einfacher. Tobias hat, keine Ahnung, hat jetzt angefangen, Programmieren zu... Theo hat angefangen, Programmieren zu üben. Komm, klingeln wir. Achso. Weil er das braucht für sein Pfadfinder-Ding. Und da haben wir sogar ein Plugin installiert geschrieben. Und wegwerfen, aufwischen. Das hat er für 15 Simoleons verkauft, wollte ich sagen. Sehr cool. Das wusste ich gar nicht, dass das geht. Ich glaube, ich habe es so noch nie programmiert. Warum klingeln wir alle? Ablehnen. Leider müssen wir es ablehnen, das Jobangebot. Aber wir können den hier ersetzen. Jetzt haben wir einen Grill. Boden putzen. Boden putzen. Kräutermittel brauen. Aha. Ich sage, aber ich habe keine Holunder und keine Glühwürmchen. Wir können denn... Was ist denn Elote? Was ist das? Vegetarisch. Klassischen mexikanischen Maiskolben. Aha. Und hier? Wurst. Ach, das sind diese, Essen, die man sammeln kann, oder? Von den Ständen. Das die. Du kannst mal davon was Vegetarisches machen. Nee, wir wollen jetzt erstmal kurz mit Tobias kümmern. Du machst Mittagessen. Kannst ja schon mal vorbereiten. Ah! Kenne deine Stipendien, ja. Theo wird mal so ein richtiger Nerd, glaube ich. So ein Programmierer, so ein IT-Spezialist. Ja, genau, es sind Rechnungen in den. Ja, danke für die Rechnungen. Was haben wir? 3200! Boah, wir wollten abstimmen. Wir haben noch nicht gestimmt. Wir haben noch nicht gewählt! Das habe ich ganz vergessen. 3200 irgendwas Simoleons. Woher sollen wir uns denn bitte 3000 Simoleons ziehen? Guckt euch doch mal unser Haus, wie das aussieht. Wir haben drei Kinder. So,
Was haben wir? Wir haben 41. Teilen bedeutet kümmern. Upcycling, wir tragen Taschen, Spaßgemeinschaft, grüne Gärtnerei. Nehmen wir das. Ganz easy. So, Mucki, du auch. Abstimmen. Wir brauchen hier nämlich noch Punkte. Oh, 10 Stück nur. Ah, das wird knapp. Mein lieber Ivo, dann darfst du nämlich einmal angeln gehen. Und eigentlich, Lupsi, geh mal hier hin. Unterhalten wir uns mal mit ein paar Menschen. Hier hingehen. Da ist Bürgermeister Schnurrbart, ha! Ihr stinkt alle, warum stinkt ihr alle? Hallo? Hallo, hallo Bella. Möchte ich mich gerne mit dir unterhalten. Also hier gibt's Fisch und hier gibt's Fisch. Gibt's an beiden Ständen Fisch? Müssen bestellen. Popcorn, Krabbe, Fischsuppe, Hummerrolle und dann gibt's hier wahrscheinlich Tagesfranken. Guck mal, wir können uns erstmal mit Bella unterhalten. Bella. Kann man nicht verstehen. Wir brauchen nämlich noch ein paar mehr Punkte. Das sind mal bestimmt. Aber wir haben eh nur bis 8 Uhr Zeit, ne? Sind wir mal witzig. Mit ihr. Kriegen wir noch ein paar Punkte. Matschen. Was haben wir denn? 18 Uhr geht's, oder? Tagesfang kaufen. Und dann können wir selbst ein bisschen angeln gehen. Nach großen Fang angeln. Okay, vielleicht kriegen wir auch unterwegs auch einfach ein paar Einflusspunkte. Und wenn wir dann versuchen, bis 18 Uhr. Barsch, Barsch, Buntbarsch, Forelle, Auge. Alles Mögliche. Wir angeln selbst einfach ein bisschen. Wir hängen auch die coolsten Katzen der Stadt ab. Oh, unsere Kinder sind ja da. Oh nein, sie haben schon Projekte dabei. Angeln mal ein bisschen. Wir brauchen das Geld. Zieht dich. Zieht. Oh, die laufen andauernd. Oh. Laufen die in diesen blöden Badeoutfits rum, weil wir ja diesen Pool haben. Super ätzend. Zieht euch um. Essen haben wir schon gekocht. Nimm hier was, bitte. Öffnen. Wir haben hier nämlich das leckere Gegrillte eingerichtet. Nimm dir auch mal bitte was. Du kannst auch mal was essen. Das an. Du hast nicht gerade erst gefrühstückt, Ivo. Ist nach großem Fang angeln auch was anderes? Oder? Ja, da kriegen wir auch kleinere Fische. Ein Baumfisch, cool. 50 Simoleons, wir brauchen halt echt Geld. Mal ganz romantisch, Katze. Oh, lasst es euch schmecken. Mit Katzenklo. Lecker, lecker, lecker. Wir haben auch noch nichts verkauft auf Plopsi. Das ist so anstrengend. Maddie. Oh, das ist so cool. Freundlich. Nicht loben. Ich möchte, dass du gehst. Ah. Maddie, hau ab. Geh hinfort. Übers Betteln nach Essen belehren. Los, mach das schnell. Ah, ein Stör für 161 Symbole. Das ist gut. Genau. Mach das gleich zwei, dreimal. Dann lernst du es vielleicht gleich. Den verkaufbar. Das ist so eine Tanzmatte. Das ist ein Spielzeugauto. Okay, sie hat gelernt, mit Essen zu betteln. Ich möchte gerne bei den Hausaufgaben helfen. Das ist ihr Wunsch. Erziehung.
Wie geht das? Muss ich die so hinlegen, die Hausaufgaben? Dann. Nein. Hausaufgaben erledigen. Lasst euer Geschirr liegen. Nein, Kinder, ich möchte das gerne verkaufen für teuer Geld. Erzogenes Kind. Gut erzogenes Kind. So, Hausaufgaben machen. Und sie möchte gerne einem Kind 4 Stunden lang bei den Hausaufgaben helfen. Ja, bei Hausaufgaben. Das müsste ja jetzt auch möglich sein. Sehr. Tobias Geburtstag naht schon. Sie werden so schnell groß. Oh ja. Jemand möchte was kaufen. Für nachbarschaftlichen Aktionsplan abstimmen. Nein, ist vorbei. Oh, wir sind gerade rechtzeitig nach Hause. Abstimmung wurde beendet. Grüne Gärtner. Okay, perfekt. Das ist das, was wir auch gewählt haben. Dann gehen wir was essen. Und dann nochmal Pipi. Du geh mal Pipi machen und dann können wir dich einmal verschicken. 64 Simoleons kriegen wir dafür. Es lohnt sich halt einfach ultra. Erst noch bei den Hausaufgaben machen, aber ich glaube, es lohnt sich jetzt auch nicht mehr, dann noch einzugreifen als Elternteil. Muss auch mal Pipi machen. Und dann ist es auch Zeit, dass Tobias ein bisschen älter wird. Älter werden. Er ist auch schon hungrig. Theo ist fertig. Aber es geht euch beiden noch ganz gut. Wir eine Zusatzhausaufgabe? Natürlich haben wir eine Zusatzhausaufgabe. Und das Projekt. Ach, ich stelle es aber nach hier draußen. Wo ist zur Hölle hat man den Platz für sowas? Nirgends. Auch einmal. Ach, du hast keine Zusatzhausaufgaben. Dann hast du aber noch ein bisschen Energie nach dem Pipi machen, um vorsichtig zu arbeiten. Du hast. Kind geholfen. Das war noch nicht 1 Stunde. Das ist auch gut. Großartiger Lehrer. Ja, die Pipi machen. Dann verkaufen wir deine Fische. Flups. Flups. Und flups. 161. Toll. Bias. Werden wir älter. Flups. Energie geladen, toll. Hi, Tobias. Na, mein Süßer? Kann ich Babykleidung stricken? Kann ich Babykleidung stricken? Stricken? Strickkleidung? Pullover stricken? Kann ich Babykleidung stricken? Herren? Herren? Kinder? Kind, oh. Aber ich kann einen gelb-blauen Kinderpullover stricken. Hallo, Tobias. Dann kann Leo ihn tragen. Apropos Leo. Leo hat noch. Wie lange? Wie lange? Wie lange? Wie lange? Warum kann ich mir das einfach nicht merken? 12 Tage. Ach, ich habe lange Altersstufe, glaube ich, eingestellt. 11. Und du bist in 18 Tagen bist du schon ein Rentner. Und du wirst in 2 Tagen hast du Geburtstag und bist erwachsen. Die Kinder sind in der Schule und wir versuchen halt diese 3000 Simoleons irgendwie zusammenzukriegen, bevor sie uns den Strom abstellen. Leo ist auch in der Schule. Jägerverkauf 200. Da alles mit drin. 300. Sehr gut. Und einmal hier Jäger verkaufen. 200. Und hier hat eine junge Dame wieder was aus Plopsi verkauft. Mal gucken, da müsste wahrscheinlich. Wow, 264. Was? Du darfst jetzt einfach nur noch stricken. Du musst nichts anderes. Mega verkauft. Und hier würde ich einmal alles ernten. Dann können wir wieder dieses diesen Entsafter hier anhauen. Kong. Ah, das ist ja was für unseren ältesten Sohn, der könnte auf die. Vielleicht macht er das nach der Schule auch. Ist unangebracht. Ist mir eigentlich sowas von egal. Zutaten hinzufügen. Wir haben schon mal 2800. Das ist ja gar nicht mehr so schlecht. Guck mal, wir fügen mal 5-mal Petersilie hinzu. Verbessern könnten wir das auch. Nein, nicht entnehmen. Nein, 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 nein.
hinzufügen. Petersilie. Verbessern. Kann er halt nicht, ne? Aufsprudeln beginnt für 61 Simoleon. Die ist richtig happy. Hi, mein Lieber. Malaba, Takt schönern. Wir können lustige Gesichter schneiden. Und dann kannst du dich bitte mal wieder richtig anziehen, meine liebe Emilia. Und dann könntest du einmal deinem kleinen Kleinkind beibringen. Entschuldigung. So, den können wir zum Kleiderschrank hinzufügen. Und ja, wir haben einen guten Ruf, gute Freunde sind hier geworden. 2700, das ist halt auch noch nicht das, was wir brauchen. Haben wir noch was im Haushalt? Und sonst würde ich Eve jetzt auch nochmal angeln schicken. Ja, das ist gut. Einmal für 600 den und einmal für 700 den. Hammer! Das müsste das Geld sein. Benches bin auch ganz schön. Hier, lass dich reden. Ivo, du darfst einmal die Rechnungen bezahlen. 3260. Das reicht alles sehr gut. Glück gehabt. Dann darfst du trotzdem einfach gehen. Einmal an. Weil was gewinnt, ne? Wasser untersuchen und einmal bitte. Wenigstens wird dieses Mal nicht das Licht abgestellt. Das war ja was. Wisst ihr das noch? Da hatten wir kein Licht. Und Emilia wurde mir auch schon angekündigt, dass Emilias Geburtstag naht. Aber ich möchte gar nicht, dass Emilias Geburtstag naht. Der Haushalt erfüllt nicht die Bedingungen. Okay, die Rechnungen wurden erhöht, bis das Problem. Was muss ich denn machen für den grünen Gärtner? Was ist das? Für was habe ich denn da gestimmt? Für was habe ich da gestimmt? Wir haben jetzt den grünen Gärtner. Wo kann man das denn sehen? Wo kann ich das sehen? Das ist wahrscheinlich Aktionspläne. Grüner Gärtner. Du hattest schon immer den Wunsch, dich im Garten zu beschäftigen mit dem brandneuen Aktionsplan. Schnapp die Gartenschere. Ja, wir haben doch einen schönen Garten, oder nicht? Ich meine, wo erfüllen wir das denn nicht? Wo erfüllen wir das nicht? So, du darfst einmal bitte stricken. Das bringt mich richtig viel Geld ein. Polsterhocker hatten wir auch noch nicht. Cool. Das ist gut. Daher haben sie auch die ganze Zeit immer Lust zu. Kann das sein, wegen diesem Aktionsplan? Ich glaube, das hat die Idee vorhin. So, der Herr untersucht das Wasser und die Dame, die strickt. Im Bikini. Ach, da auch ein schönes Bild, oder? Ich finde es schön. Also. Wir haben hier draußen noch irgendwie eine Wand falsch angestrichen. Oh, guck mal, unser neuer Grill. Oh, sie ist so hübsch, ne? Oh, ich finde sie so hübsch. Schade, dass Tobias nicht ein Mädchen geworden ist. Ganz ehrlich, ich hätte eigentlich so gerne ein Mädchen gehabt. Aber nein, danke Sims 4. Drei. Ein Mädchen. Die Wunde sucht immer noch das Wasser. Und unser Geld ist halt wieder weg, ne? Die 3200 sind halt. Ich find's gut. Eine hohe Rechnung. Man hat halt auch Ausgaben, wenn man mit drei Menschen in einem Haus lebt. Stapeln. Man kann auch ein Computer spielen. Mondpanda-Spielzeug. Hol dir alles, was geht. Wie geht's gerade gut? Ausgeschlafen. Gegessen. Deswegen kann die Dame sich ja auch an den Pool setzen. Ein bisschen stricken, bis die Umfeld stricken, bis der Arzt kommt. Ich würde einfach sagen, an dieser Stelle machen wir Schluss mit der Folge. Wir haben alles verloren, was wir gefühlt, geldmäßig. Aber ich sage auf jeden Fall Dankeschön fürs Zuschauen. Danke, dass ihr dabei wart, dass ihr das guckt. Da
Daumen hoch wäre schön, ein Abo wäre schön. Das ist sehr, würde mir sehr helfen. Bleibt gesund, bleibt zu Hause und bis zum nächsten Mal. Das heißt, Let's Play, die sind das aus der Challenge. Tschüss!